Pixel Junks, der verlorene Schatz. Da schauen wir mal, was in der Minensektion so verloren gegangen ist. Vielleicht finden wir, Entschuldigung, vielleicht finden wir ja mal, dass das so magnetisch ist, das haben wir in der letzten Folge ja gesehen. Das ist gar nicht so mein, gar nicht so mein Ding, aber das macht mich ein bisschen nervös. Okay, da oben ist kein geheimer Level. Oder kein geheimer Bereich. Ja, wie gesagt, ich möchte mich nochmal tausendfach bei euch bedanken, dass ihr wirklich, wie gesagt, so fleißig zuguckt, dieses Let's Play. Also, ich glaube über 43, fast 50 Leute haben Folge 1 gesehen. Da ist ein Diamant, den nehmen wir noch mit. Hier hinter ist wahrscheinlich noch einer, oder? Komm. Ja, wusste ich doch, da oben. Sehr schön. Ja, und dafür möchte ich mich einfach, wie gesagt, nochmal herzlich bei euch bedanken. Wie gesagt, ihr könnt gerne Kommentare unter die Videos lassen. Ich werde sie dann im nächsten dann immer wieder mal beantworten. So, Teleportation. Oh mein Gott. Jetzt wird es so ein bisschen so... bisschen Mario-mäßig, oder? So Bowsers Festung. So sieht's aus. Okay, wir haben bisher einen Diamant. Ah, ich sehe den anderen. Ich hoffe, die Lava steigt nicht, dass wir den noch eben kriegen. Da ist er. Ja, sehr schön. Sehr, sehr schön. Hammer. Cool. I need help. Ist hier unten irgendwas? Ja, ein Bonusraum. Wer hätte das gedacht? Sollte sich doch schon mal häufiger umgucken. So, jetzt kriegen wir wieder den Umkehranzug. So, mal wieder gucken, was hier für uns Sache ist. Ah ja, wir dürfen jetzt durch Dings durchfliegen. Genau, das war das ja. Durch Lava. Aber Wasser schadet uns. Das heißt, wir müssen da aufpassen. Gefährlich. Müssen wir natürlich jetzt aufpassen und gucken, was wir jetzt hier tun. Dass wir jetzt keinen Fehler begehen. Es bringt uns ja mal gar nichts, wenn ich das sehe. Bringt uns denn der Anzug was gegen diesen... gegen diese magnetische Kraft? Oh! Und da ist wieder einer mit dem Fähnchen! Der Mars! Ah, die Inschriften oder was von ihnen übrig ist, deuten darauf hin, dass dieser Planet mit dem... dass dieser Planet mit dem Herzen einer einzelnen Kreatur verbunden ist. Die Zivilisation wollte diese Kreatur beschützen, als ob Schaden für die... als ob Schaden für die Kreaturen auch Schaden für sich selbst bedeuten würde. Es scheint fast, als ob wir in einen riesigen... Nein, das ist lächerlich. In einen riesigen... Das ist lächerlich? Okay. Was wollte er uns damit sagen? Er hätte uns beinahe geschadet. Wir haben unser... Schutzschild verloren. Und das ist natürlich auch jetzt ganz fies da oben. Naja. Erstmal das Wasser ablassen. Aber wir... Ah, mit der Lava können wir uns ja jetzt abkühlen. Na klar, natürlich. Ist ja genau umgekehrt. Sehr schön. So, 2 von 3 Diamanten. Naja, gehen wir mal weiter. Ah, die Musik ist jetzt echt mal mit der Gitarre so am Zupfen so. Hört ihr das? Ich finde das total geil. Also ich finde es richtig, richtig cool.
Ja, da haben wir, glaube ich, einen erledigt von unseren Teamkameraden. Ja, einen haben wir von unseren Teamkameraden erledigt. Das können wir aufnehmen. Aber was bringt uns das? Können wir hier oben lang? Nein. Okay, wir können Wasser aufnehmen. Um hier unten wahrscheinlich weiterzukommen. Nehmen wir mal mit. Die Frage ist nur, was bringt uns das? Gas. Eine Menge Gas. Eine Menge Gas und wir wären beinahe explodiert. Aber wir dürfen wahrscheinlich auch nicht zu lange im Gas sein. Okay. Ah, da kommt wieder... Da wird wieder das Wasser neu befüllt. Ja, wir dürfen auch nicht zu lange im Gas bleiben. Wow. Wir haben Gesellschaft. Okay. Ich glaube, 4 dürften reichen. Ja. Ich glaube, das reicht dann auch. Ja, das reicht. Definitiv. So, somit können wir die Tür öffnen. Die Tür öffnen. Da wurde auf uns geschossen. Und wir müssen dann da lang. Ja. Da auch ein Diamant liegt. Und da noch einer ist. Sehr schön. Wow. Hier wieder Gesellschaft. Kommen. Die Tür sich für uns öffnet, wenn wir es überleben. Lute, Bastard. So ein herrliches Zitat. Falls sich jetzt einige fragen, woher es ist. Es stammt aus Predator 1, glaube ich, war es gewesen, mit Arnold Schwarzenegger. Wo Arnold Schwarzenegger den Predator bluten sieht. Oder beziehungsweise Blutspur findet. Und dann sagt er so zu sich selber, Blute, Bastard. Herrliches Zitat. Bitte gerne mehr davon. Wow. Ich glaube, ich werde ihn erstmal retten hier. So. Oh, da drüben sieht es interessant aus. Das ist das letzte Level für diesen Bereich, für diesen Abschnitt. Wir haben noch keinen Diamant. Oh, das sieht geil aus. Durch die Magnetkraft jetzt. Das ist sehr schön gemacht. Also, muss ich mal loben. Oh, hier gibt es wieder einen Bonus. Einen Bonusbereich. Wo wir aber... Jetzt haben wir ein Problem. Jetzt haben wir natürlich ein Problem, oder? Noch haben wir kein Problem. Wow, was? What the fuck? What the fuck? Sollten uns mal ganz schleunigst abkühlen und dann von hier verschwinden. Denn bevor das sich wieder anders überlegt, hier das Ding. Ich wusste gar nicht, dass sich das. Dass das so mehr schwingt hier alles. Wie kriegen wir das zum Stoppen? Gar nicht. Ach so. Ah, alles klar. Da, den Diamanten nehmen wir mit. Wow. Jetzt müssen wir natürlich erstmal zurück. Ganz gefährlich, ganz gefährlich.
Jetzt müssen wir darauf warten, dass es wieder umschaltet. Hätte ich ja nicht gedacht, dass ich... Ich wusste, dass der Magnet... Ich habe mir das schon so irgendwie gedacht, dass irgendwann in irgendeinem Level der Magnet von sich aus selber das Ganze wieder umschaltet. Das hatte ich schon so irgendwie im Urin gehabt. Aber ich wollte es noch nicht wahrhaben. Müssen wir natürlich jetzt wieder hier ein bisschen warten. So. Und jetzt dürfen wir ganz schleunigst hier verschwinden. Und zwar hier lang, glaube ich, war es. Ja. Uah, nicht sterben. Und dann ab durch die Mitte. Und dann haben wir's. Yes. Awesome. Sehr schön. Da kommt wieder das Gitarrenzupfen im Hintergrund. Und eine Polizeisirene. Ah, ich liebe den Soundtrack. Und das Spiel ist auch total geil. 9 Diamanten brauchen wir noch für das nächste Hauptlevel, um freizuschalten. Mein Gott, zwei Bosskämpfe haben wir schon durch hinter uns. Ist ja der Wahnsinn. So. Ja, das heißt für uns, das nächste Level wäre dann schrottreif und dann kommt noch kritische Masse und dann kommt schon wieder das Hauptlevel. Und zwar, das wäre hier unten die tiefsten Tiefen. Aber so weit sind wir noch nicht, denn wir werden erstmal schrottreif uns anschauen. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge. Also, macht's gut. Bis zum nächsten Mal. Ciao.